Ein herzliches Hallo von mir an euch. Wir sind heute mal mit der... Oh, ich war nicht im Spiel. Mit der schnieken Lori unterwegs. Das Spiel hat gerade so schnell geladen, dass ich fast verpasst habe, auf Aufnahme zu drücken. Okay, wir haben jemanden... Ja, die andere Lori ist, glaube ich, AFK. Und fällt euch was auf? Am Bild? Wir haben keine Spielernamen mehr. Das ist voll cool. Ich meine, ich gehe davon aus, dass wir hinterher in der Rangliste die Namen sehen werden. Aber wir haben die Ingame jetzt nicht mehr und das finde ich auch gar nicht so tragisch. Weil ich eigentlich ja sowieso nie die Namen sage, sondern immer nur sage, die Bill, die Nea, dies, das, jenes. Hallo Trappy! Okay, hier wird er so schnell nicht wieder herkommen, denke ich. Es sei denn, ich verhaue einen Skillcheck. Ja, ich habe gerade diese Einstellung im Spiel gefunden. Man kann zum Beispiel auch ausstellen, dass es oben rechts nicht immer die Punkteereignisse anzeigt. Und man konnte noch irgendwas ausschalten. Ich weiß aber gerade nicht mehr was. Aber voll cool, dass man so viele Einstellungsmöglichkeiten hat. Gefällt mir. Ich glaube, ich lasse das jetzt auch so. Wie gesagt, hinterher sehen wir wahrscheinlich trotzdem die Namen der Mates, aber hier in-game finde ich das echt, das sieht ein bisschen ruhiger aus dort links, wenn da nicht die ganzen Namen stehen. Und so, falls wir jemanden dabei haben sollten mit einem Nickname, der jetzt nicht so YouTube- oder Twitch-konform ist, sehen wir das halt nicht während der Runde, sondern hinterher und dann kann ich das im Schnitt für YouTube ja dann noch zensieren. Machen die ganzen Randgens, ne? Erstmal gucken, ob hier irgendwo noch eine Falle ist. Ist hier ein Titel? Oh, der Trappy! Oh nein! I'm so sorry. Zeigen auf ihn. Ich weiß nicht, ob das Matchmaking hier ein bisschen daneben liegt. Oder, ich meine, ich kenne das ja auch, wenn ich Killer spiele. Es gibt manchmal Runden, da kriegt man einfach gar nichts hin. Wir haben letztens im Stream eine Runde... Was für ein Killer haben wir gespielt? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe auch gar nichts hinbekommen. Also, den Devo Gorgon, glaube ich, oder? Er wird wahrscheinlich Nöte haben, aber ich habe drei Totems weggemacht. Leute, wenn er noch Nöte hat, dann habt ihr euren Job nicht getan, okay? Sollt lieber nach vorne gucken, meinem Trappy, oder? So. Das habe ich gesagt, Leute. Ich habe drei Totems gemacht. Weil noch ein viertes. Ich hätte gegebenenfalls eine Aufgabe mitnehmen müssen. Also sie steht wieder. Spielt dann nicht mehr richtig. Totems kaputt machen zu müssen. So,
Oh, nöt rechtzeitig rausgenommen. Ich kann mir vorstellen, dass er sie auch wegcampt. Sie ist halt hier am Ausgang. Haben wir den hier wenigstens vorbereitet? Ernsthaft? Ohne geliehene Zeit einfach abgefarmt? Was seid ihr denn jetzt hier? Dann musst du erst das Tor vorbereiten. Ach, ist vorbereitet, glaube ich. Nee, ist es nicht. So, wenn die Nea jetzt noch vor mir rausgeht, hätte ich meine Aufgabe geschafft. Schade. Ich habe nämlich eine Archivaufgabe. Ja, okay, hier sehen wir die Namen. Aber wir sehen sie in der Runde nicht. Und das ist cool. Aber der Killer tut mir leid. War halt einfach absolut nicht seine Runde. Schade. Na gut. Nea ist noch drin. Ich weiß nicht, die ärgert den Killer wahrscheinlich noch. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, ihr Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Bye, bye.